Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelfarm.com. Heute gibt's wieder Wachteln auf die Augen und Text um die Ohren. Ganz stilecht, die Kamera wieder im Stall aufgebaut, in meinem neuen Versteck und das dann auch tatsächlich so genutzt, wie es eigentlich gedacht ist, als eine Art Futterraufe kombiniert zu einem Versteck. Als Leckerchen, als Grünfutter gibt es Grünes, verschiedene Wildkräuter, die ich im Garten gesammelt habe. Darunter sind Brennnesseln, Taubnesseln, Günsel, Löwenzahn, sehr viel Vogelmiere, die gut bei uns wächst. Es ist auch Ampfer dabei, also alles, was das Herz begehrt. Ach ja, und sogar Schöllkraut habe ich eine Pflanze dazu gepackt. Die Wachteln nehmen sich ja schlussendlich das, was sie brauchen. Ihr könnt also zuschauen und zuhören oder einfach nur zuhören oder ihr schaut einfach nur zu und lasst euch etwas berieseln. Geld mit Wachteln verdienen, das ist so das Ansinnen von vielen, vielen Wachtelhaltern. Und ja, ich kriege dazu auch regelmäßig Fragen, wie funktioniert das, wie finde ich Kunden für meine Eier, wie finde ich Kunden, die Wachteln kaufen, wie werde ich meine Hähnchen los und, und. Also nach den beiden Videos, nach den beiden letzten Videos, in dem ich unter anderem den Preis einer Legehenne ermittelt habe und auch den Preis eines 12er-Packs Wachteleier, gibt's hier nun passend ein Video mit der Frage, ob Wachteln ein Geschäftsmodell sind oder Wachteln ein Geschäftsmodell sein können. Perspektivisch ist es dann auch so, dass ich eine Serie erstellen werde zum Thema, so zu verschiedenen Themen, Werbung machen für die eigenen Leistungen, Eier vermarkten, so wie ich schon angekündigt habe in meinem Jahresauftaktvideo. Welche Möglichkeiten gibt es, um Geld mit Wachteln zu verdienen? Da wäre natürlich in erster Linie der Wachtelverkauf. Recht hohe Umsätze sind zu erwarten im Vergleich zu Wachteleiern. Die einzelne Wachtel verkauft, das gibt natürlich gleich erstmal ein dickeres Plus in der Kasse, wie ein einzelnes Ei beispielsweise. Ich habe im vorletzten Video ermittelt, welche Kosten entstehen, welche Kosten für einen gewerblichen Halter entstehen bei der Aufzucht von Wachteln, inklusive Brut, Bruteiererwerb, Futter, allem, was dazugehört, bis die Hennen schlussendlich legereif sind. Ich habe da auch für den Zeitaufwand verschiedene Sätze angesetzt für den Unternehmerlohn und zum Schluss muss sich jeder selbst fragen, was ihm seine eigene Arbeit wert ist. Setze ich einen Unternehmerlohn von 30 Euro die Stunde an, kostet mich eine einzelne Henne schlussendlich 21 Euro. Setze ich einen Unternehmerlohn von 15 Euro an, dächtig waren wir irgendwo bei 14, 15 Euro pro Henne. Und selbst wenn ich keinen Unternehmerlohn ansetze, liege ich immer noch irgendwo bei 7 bis 8 Euro reinen Kosten, die ich für die Hennen habe. Ja, es gibt auch die Hähne, aber zum Schluss ist es so, entweder du kriegst die Hähne lebend verkauft zu einem ja annehmbaren Preis, also du musst sie nicht verschenken oder solltest sie nicht verschenken, oder du schlachtest sie und isst sie selber. Genau das ist nämlich das Problem. Offiziell vermarkten darfst du die Hähne nur als Schlachttiere, wenn du auch ein offizielles Schlachthaus hast, ein zugelassenes, vom Veterinäramt abgenommenes Schlachthaus. Und ich glaube, du brauchst auch noch ein Kühlhaus. Beides natürlich eine Investition, die man erstmal tätigen muss. Das ist nicht ohne, da bist du schnell im mittleren bis hohen, im mittleren bis höheren vierstelligen Bereich. Und ja, die Investition habe ich nicht getätigt und habe ich auch
jetzt zeitnah nicht vor zu tätigen, weil mir gerade andere Sachen auch wichtiger erscheinen. Also Geld verdienen mit Wachteln, mit dem Wachtelverkauf wäre eine Option. Zum Schluss vermute ich allerdings, nach Abzug aller Kosten, dass da tatsächlich nichts oder nicht viel übrig bleiben wird. Zumindest, wenn man die normalen rechtlichen Möglichkeiten nutzt. Die zweite Option wären Bruteier. Ich kriege ganz viele Anfragen nach Bruteiern. Von meiner selbstgezogenen Linie, von meiner hochgezüchteten Linie, bei der die Hähne relativ schwer sind, was das natürlich interessant macht, gerade für die Schlachtung, für die Doppelnutzung sozusagen. Bruteier, da gibt's auch so einen Verdrängungswettkampf. Ich sag mal, ein Preis, bei dem man mithalten kann, ohne dass man jetzt groß werben müsste, wären 50 Cent pro Ei. Die Kosten, die dabei entstehen, sind die gleichen wie bei meiner Preisermittlung für die Wachteleier. Das heißt, schlussendlich kostet dich ein 12er-Pack Bruteier, ohne dass deine Arbeitszeit eingerechnet wird, auch um 1,30 Euro rum. Gut, du brauchst kein Etikett, aber eine Verpackung zum Versand brauchst du trotzdem. Ich habe in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass ich keine Bruteier verkaufe. Ich möchte das auch nicht, weil mir da einfach so ein paar Dinge entgegenstehen. Zum einen ist jedes Mal das Thema beim Versand, du brauchst einen passenden Karton. Also du brauchst tatsächlich jedes Mal einen passenden Karton, um die Eierpappen, die mit Bruteiern gefüllt sind, dann auch gut gepolstert versenden zu können. Ein Karton für eine einzelne Eierpappe, genauso wie ein Karton für jemanden, der 200 Eier bestellt. Und das ist dann schon wieder die Herausforderung, tatsächlich immer die passenden Kartons da zu haben. Oder du musst sie halt organisieren. Dann brauchst du das Füllmaterial. Gut, ich habe da in der Vergangenheit alles Mögliche genommen, was ich gefunden habe. Zeitungspapier, Werbung, alles, was man so kostenlos ins Haus kriegt, zusammenknüllen und die Eier dann entsprechend mit den Pappen da gut drin positionieren. Zum Schluss das Ganze zumachen, etikettieren, im besten Fall, also nicht etikettieren, labeln. Im besten Fall ist das Geld dann schon da, du musst also nicht warten. Und dann fährst du zur Post und gibst dieses Paket auf. Je nach Menge der verkauften Eier übernimmt der Käufer die Versandkosten oder du tust das. Zum Schluss ist es so, dass du tatsächlich einen relativ hohen Zeitaufwand hast. Jedes Mal die Bruchkontrolle, die ist aber schon in der Preisermittlung für den 12er-Pack Eier mit drin. Aber das Verpacken und das bruchsicher verpacken. Dann gibt es ja den Transportweg, auf den du wenig Einfluss hast. Im Internet findest du ganz viele Videos dazu, wie Paketdienste mit Paketen umgehen. Und da kann man sich schon gut vorstellen, dass das für den Versand von Bruteiern nicht unbedingt zuträglich ist, wenn diese Pakete durch die Gegend getreten oder geworfen werden. Ich will da niemanden persönlich angreifen, aber unterm Strich wissen wir, es ist halt so. Mit den Paketen wird nicht unbedingt sorgsam umgegangen. Also ein unsachgemäßer Umgang mit diesem Karton, in dem die Bruteier drin sind, kann schon mal dazu führen, dass du ja so einen Transportschaden erleidest, der 30-40% der befruchteten Eier nachhaltig zerstören kann. Nicht, dass die Eier kaputt sind, aber ja, dass die Keimscheibe leidet und zum Schluss dieses Ei sich nicht entwickelt oder mittendrin abstirbt. Also hast du da dieses Ausfallrisiko. Dann ist das nächste Risiko, dass du nicht weißt, welche Technik dein Käufer nutzt, wie gut er mit dieser Technik klarkommt. Nutzt er einen China-Brüter, weil ihn den jemand empfohlen hat,
Nutzer den zum ersten Mal, kommt vielleicht nicht ganz so klar damit. Zum Schluss kriegst du irgendwann möglicherweise eine E-Mail, in der drin steht, ja, die Eier waren sehr schlecht. Ich habe von 50 eingelegten Bruteiern nur 10 Küken gehabt. Und 2 davon haben Spreizbeine. Dann geht die Diskutiererei los. Du weißt, du hast Eier in guter Qualität verschickt, hast die auch anständig verpackt. Du musst erfragen, womit wurde gebrütet, wie waren die Parameter und, um dem Kunden, dem Käufer schlussendlich klar zu machen, dass der Fehler möglicherweise bei ihm liegt. Wenn er denn einsichtig ist, dann wird er das so hinnehmen. Im schlimmsten Fall, ja, gibt so eine tolle Statistik, machst du mit einem Verkäufer gute Erfahrung, erzählst du das im Durchschnitt 3 Menschen, machst du schlechte Erfahrungen, erzählst du das 30 Menschen. Das heißt, der Ruf ist erstmal ruiniert. Das ist auch der Grund, warum ja viele Bruteierversender dann tatsächlich auf Kulanz weitere Eier verschicken, damit eigentlich ihre eigene Marge nach unten setzen und reduzieren, weil sie wollen sich ihren guten Ruf nicht versauen. Das heißt, wieder ein Punkt, der kostenintensiv ist, der Zeit erfordert. Und auch da denke ich, wenn man die Zeit tatsächlich gegenrechnet, ja, wird nicht wirklich viel übrig bleiben. Wenn man denn einen entsprechenden Unternehmerlohn für sich festlegt. Der Unternehmerlohn ist natürlich dann immer dieser Streitpunkt. Und klar kann man sagen, Mensch, 12 Euro Mindestlohn, ich setze einfach diese 12 Euro für mich an. Allerdings muss ich zu bedenken geben, wer gewerblich handelt, zahlt sämtliche Sozialversicherungsbeiträge alleine. Es gibt keinen Arbeitgeberanteil. Das heißt, du rechnest für dich 12 Euro pro Stunde. Wenn du denkst, dass deine Lebenszeit, die du dafür aufwendest, dir diese 12 Euro brutto wert ist, und hast zum Schluss etwa 6 Euro netto. Das ist leider die traurige Wahrheit. Also selbst wenn du für 12 Euro, was ja künftig Mindestlohn ist, in einem Angestelltenverhältnis bist, zahlt ja der Arbeitgeber die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, du läufst irgendwo bei 7,50 Euro netto aus und nicht bei 6 Euro. Möchtest du die 7,50 Euro haben? Als Selbstständiger musst du entsprechend 15 Euro Stundenlohn, Unternehmerlohn für dich ansetzen. Also Bruteier, so wie ich es in der Vergangenheit gehandhabt habe, werde ich es auch weiter handhaben. Wer freundlich fragt und wenn ich tatsächlich Bruteier habe, bin ich gern bereit, auch welche abzugeben. Aber allein der Aufwand, dass die Bruteier jeden Tag gesondert abgesammelt werden und gesondert gelagert werden müssen. Sie müssen ja dann auch jeden Tag mal bewegt werden. Du musst dir das Datum merken. Also nach spätestens 7 Tagen sollten die Bruteier auf dem Weg zum Kunden sein, zu demjenigen, der sie in den Brüter legt, weil ja die Schlupfrate bei Bruteiern, die älter als 10 Tage sind, dann doch schon deutlich nach unten geht. Und allein dieses Händeln zwischendrin und dann bleibst du doch auf Bruteiern sitzen, weil gerade mal kein Abnehmer da ist, ja, das ärgert, würde mich persönlich ärgern und deshalb nehme ich von den Bruteiern Abstand. Die dritte Möglichkeit, ganz klar, Speiseeier. Das, was ich von Anfang an getan habe und auch dazu oder speziell dazu gab es ja mein Video, was kosten Wachteleier? Was kostet ein 12er Paket Wachteleier, wenn du einen Unternehmerlohn für dich ansetzt, das jetzt 15 Euro sind oder 30 oder von mir aus 50. Zum Schluss musst du selber damit zufrieden sein und es muss sich für dich rentieren. Es sei denn, ja, also wenn deine Arbeitszeit, deine Lebenszeit dir nichts wert ist, ja, dann hast du auch immer schlechte Karten mit dem Arbeitgeber und Gehalt zu verhandeln, weil du wärst eigentlich für jeden Arbeitgeber der absolut traumhafte Arbeitnehmer. Arbeitszeit, Lebenszeit ist ihm nichts wert.
Deswegen verstehe ich das nicht, warum das halt im Hobbybereich anders gehandhabt wird. Also es ist ja tatsächlich so, wir haben nur eine begrenzte Zeit und entweder ich nutze diese begrenzte Zeit und versuche etwas zu erschaffen für mich, für meine Familie, oder ich setze mich vor den Fernseher oder lege einfach die Beine hoch und sage, gut, dann ist das so. Kann man machen, die Zeiten heute geben das her, aber wenn wir mal ehrlich sind, hätten unsere Großeltern und Urgroßeltern das so gemacht, würde es uns heute nicht geben. Da gab es 12 Stunden Arbeitsschichten, 14 Stunden Arbeitsschichten. Und danach ging es noch auf die eigene Scholle und es wurden die eigenen Tiere versorgt. Ganz einfach, um die Familie durchzubringen. Und heute stört sowas massiv die Work-Life-Balance. Ja, wenn ich dann eine 7-Stunden-Schicht hinter mir habe und dann noch in den Garten gehen muss und mich kümmern muss, damit meine Familie was zu essen hat. Also ja, ganz fatal. Mal so ein kleiner Abstecher zum Thema, was ist meine Zeit wert? Speiseeier waren der Grund, warum ich mir Wachteln zugelegt habe. Die Vermarktung von Speiseeiern war mein ursprünglicher Ansatz und ich muss sagen, bis heute läuft das und funktioniert. Natürlich habe ich mich selber erschrocken, als ich das Video gedreht habe, wie viel kosten Wachteleier oder was kosten Wachteleier. Weil das ja bei einem 30 Euro Unternehmerlohn pro Stunde kannst du die Eier tatsächlich nur als Delikatesse vermarkten. Wobei man sagen muss, verkaufen ist nicht kassieren. Kassieren ist, wenn ich mich am Markt orientiere und ja, im Supermarkt gibt es die Eier für 2,50 Euro und ich verkaufe sie auch für 2,50 Euro. Das ist dann nur kassieren. Wenn es allerdings überall die Eier für 2,50 Euro gibt und ich verkaufe für 3,50 Euro, dann ist das Verkaufen, weil dann überzeugst du die Menschen von deiner eigenen Leistung und von der Qualität deiner Eier. Und das ist mir in den letzten Jahren recht gut gelungen. Also, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich werde weiterhin beim Verkauf der Speiseeier bleiben, bei der Vermarktung der Speiseeier. Werde da neue Dinge ausprobieren, an denen ich euch teilhaben lassen werde. Weil immer wieder die Frage kommt, wie finde ich Kunden für meine Eier? Den Hinweis, den ich dazu geben muss, ist, ich handle natürlich als gewerblicher Anbieter. Wer das Ganze privat machen möchte, ja, kann sich dann sicher auch an den Tipps und Hinweisen, die künftig kommen, orientieren, sollte aber vorsichtig sein, dass nicht eine Gewinnerzielungsabsicht unterstellt wird. Weil besorge ich mir eine gewisse Anzahl Wachteln, die über den Eigenbedarf geht, um die Eier zu vermarkten, kann ich eine Gewinnerzielungsabsicht nicht mehr abstreiten. Bei der Ermittlung des Preises für die Wachteleier habe ich ja einen ganz geringen Stundensatz angegeben für die Vermarktung. Und genau das ist jetzt gerade ein Punkt, an dem ich etwas hadere. Ich möchte mich nicht nur auf die Mundpropaganda verlassen, weil zum Schluss ist das immer ein sehr eingegrenzter Kreis, sehr eingegrenzter Kundenkreis. Manchmal muss man die Leute auch darauf stoßen, dass es ein gewisses Angebot gibt. Ganz einfach ein Mechanismus. Ihr kriegt jeden Tag Werbung. Ob ihr im Internet seid, ihr kriegt Werbung. Ob ihr an den Briefkasten geht, ihr kriegt Werbung. Das hat schon alles einen guten Grund und hat sich bewährt und funktioniert. Aus dem Grund werde ich demnächst Flyer erstellen, in denen es explizit um meine Wachteleier, um die Speiseeier geht. Allerdings bin ich jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich einen höheren Ertrag haben möchte, aber dann auch einen höheren Arbeitsaufwand habe. Also ob ich einen höheren Umsatz haben möchte und einen höheren Arbeitsaufwand habe. Oder ob ich sage, ich halte den Umsatz moderat und erhalte auch meinen Arbeitseinsatz
den ich dann aufbringen muss, moderat. Das heißt, vermarkte ich hier tatsächlich nur regional an meinem Wohnort, brauche ich natürlich weniger Zeit, um Eier zu liefern. Die Eier können abgeholt werden. Das kommt mir natürlich dann entgegen. Oder vermarkte ich weiter weg in der nächstgrößeren Stadt. Dann habe ich natürlich noch einen zusätzlichen Aufwand, was Lieferkosten, Lieferzeiten betrifft. Allerdings kann ich dort einen höheren Preis verlangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Schreibst du dir auf, ernsthaft, schreibst du dir auf, wie viel dich deine Wachteln kosten? Schreibst du dir jede Ausgabe auf und schreibst du dir auch jede Einnahme auf? Oder verschwindet die einfach im Portemonnaie? Könntest du sagen, sicher sagen, dass dein Hobby dich nichts gekostet hat, dass deine Futterkosten immer wieder drin waren? Mein Schwiegervater ist seit bestimmt 50 Jahren Hühnerhalter. Der hat eine Hühnerkasse. Der weiß genau, wie viel übrig bleibt und wie viel nicht. Er weiß genau, wie viel durch die Eier reinkommt und wie viel durchs Futter wieder rausgeht. So werde ich das künftig für die Videoreihe auch halten. Ich werde die Ausgaben auch für die Flyer, ich werde auch den Zeitaufwand aufschreiben und einfach mal dagegen setzen, wie viel Einnahmen drin sind. Euch dann natürlich darüber informieren oder auf dem Laufenden halten, wo und zu welchem Preis ich entsprechend vermarkte und auch warum. Eine letzte Möglichkeit, mit YouTube-Videos über Wachteln Geld verdienen. Ja, kann man machen. Braucht allerdings sehr, sehr, sehr viel Zeit und Durchhaltevermögen. Jeden Tag neue kreative Ideen. Ich möchte euch davon nicht abraten. Bitte tut es gern. Aber ja, die Wahrscheinlichkeit, allein schon die Grundvoraussetzungen zu erfüllen, die YouTube dazu vorgibt, das dauert. Das dauert und braucht einen langen Atem. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise unters Video. Abo nicht vergessen und Glocke aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal.